Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, auch im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und jetzt legen wir auch gleich los. Anbaden mit Heli habe ich euch mitgebracht. Und zuletzt sehen wir die Vielfalt der Crew in einer Fashion Show. Viel Spaß! In vielen Ländern ist ja das Anbaden in eiskaltem Wasser eine wunderbare Tradition. Und Entertainment Manager Heli hat sich dem angenommen. Und ich muss wirklich sagen, also manche Sachen muss man ja nicht unbedingt machen. Whatever, viel Spaß. So, hey ihr beiden, was chillt ihr denn hier so in der Gegend rum? Dass so schön Wetter ist. Ja, 17 Grad haben wir in Altfjord. Geil. Ja, endlich geil. Seid ihr mal von euren Schreibtischen weg. Mega. Aber wir haben da was für euch. Was ist das denn? Geil, Geschenk. Das ist ja bestimmt eine Einladung. Aber für was? Hallo Heli, hallo Chris. Da wir wissen, wie ausgebrannt ihr durch die tägliche Arbeit im Office und auf der Bühne seid, dachten wir uns, wir schenken euch beiden mal die Möglichkeit, hier im Altfjord den Polarbär Punch Plunge zu genießen. Dafür müsst ihr lediglich den Fjord entlang und unweit vom Schiff könnt ihr euch euer blaues Wunder erleben. Viel Spaß wünscht euch das AIDA TV-Team. Polarbär Punch. Das ist was zu trinken. Punch. Plunge. Das ist ein Drink oder Blenders was? Blenders Punch, sowas ähnlich. Polarbär. Ich freue mich jetzt richtig auf den Polarbär Punch. Ja. Hier, guck, da liegen Überraschungsbeutel. Ha. Da sind bestimmt die Cocktails drin. Nee, das sind noch nicht Cocktails. Nee. Was ist das denn? Ja, pack's doch mal aus. Das sind Bademäntel. Was? Was ist jetzt mit dem Polarbär Punch? Keine Ahnung. Ein Cocktail oder ein Punsch, das Kellner oder was? Das wäre nicht gut. René, Kellner? Ober! Hallo? Ja. Nee, nix Punsch. Ihr habt das falsch verstanden. Da steht Plansch. Plansch. Da. Wie planschen? Was? Ja. Ab ins Wasser. Echt? Ja, klar. Hier, im Altfjord. Ja. Hier, da darf man nicht baden. Da sind gefährliche Quallen, Fjordquallen drin. Ja, habe ich das Schild gelesen vorher. Hast du eine Ahnung, wie kalt das Wasser hier ist? Da können wir sterben. Da kriegst du einen Kreislauf, irgendwas so. Irgendwas. Das sind angenehme 9 Grad. Ja, wir können es ja mal versuchen, oder? Oder willst du einen Apfelsaft und einen Malbuch dazu haben? Ja, wir sind ja bestens ausgerüstet jetzt. Ja, und dann. Badehosen haben wir übrigens für euch da hinten hinterlegt. Oh, danke schön. Okay, also Mann oder Memme? Ja, komm. Drei. Eins, zwei, drei. Ja, okay. Oh, Scheiße. Eins, zwei, drei. Yes! 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 Marvin, komm, Mann oder Memme? Du kannst aber auch umdrehen. Oh, ist gar nicht kalt. Aber Salzwasser ist nicht, gell? Last but not least, ja? Ja! Ich hab doch gesagt, das ist gefährlich. Seid doch bekloppt hier. Ja und Jungs, wie war's? Ja, ganz ehrlich, kalt ist was anderes. Ich fand's auch warm. Ja. Also. Für 9 Grad ist okay. Was ist jetzt? Mann oder Memme? Wette gewonnen? Ja, ich würde sagen, Wikinger. Mode und Kleidung sind ja auch immer Ausdruck für eine Persönlichkeit und für ein Heimatgefühl. Und da haben wir uns gewundert, wie viele Kollegen an Bord Dinge aus der Heimat dabei haben. Und deswegen haben sie für uns extra, um das mal zu demonstrieren, eine Fashion Show gemacht. Und die seht ihr jetzt. Die Idee, eine Modenschau zu veranstalten, kam eigentlich ja von unserem Speakers-Komitee. Und ein Crewmitglied kam auf uns zu und hat gefragt, ob wir ja mal eine Fashion-Show organisieren könnten. Next contestant from the galley and he's actually from Vietnam. His name is Joss Lee.
Fashion, Fashion, Fashion. Am Abend selber war es dann so, dass wir zwei Kategorien hatten, einmal nationales Outfit und einmal eine Abendgarderobe. Dann haben wir halt zwei Durchläufe gemacht und jeder Kandidat ist dann einmal über den Catwalk gelaufen. Wir hatten insgesamt 10 Kandidaten, die gegeneinander angetreten sind, um herauszufinden, wer die Fashion Queen und der Fashion King ist. Silence absolu, silence absolu, silence absolu. Ein sehr spezieller Moment in der Show war, als einer unserer Kandidaten auf der Bühne stand und sein Abendoutfit präsentiert hat und er auf einmal anfing zu twerken und das ganze Publikum komplett ausgerastet ist und da war ich so ein bisschen sprachlos, was ich jetzt sagen soll. Das war ja dann für mich so ein bisschen die Herausforderung. Es war eine super Show, das Publikum war toll, die Kandidaten waren toll. Also ich könnte mich auf der Bühne auf jeden Fall noch mal sehen. Thank you all for coming. Thank you to the contestants. Congratulations again. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen, diesmal mit ganz besonderer Musik. Die Band Dancing Waves haben extra für uns ein Lied geschrieben. Und das seht ihr jetzt. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es ihnen hier unten drunter. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche.
Und seid ihr jetzt enttäuscht, dass er keinen Cocktail gekriegt hat? Ja, ja, eigentlich jetzt schon. Ja. Kriegen wir den noch? Ja, na, ich aber. Super. So Happy Hour, oder? Ja. Okay. Bald nach vorne. Oh, kalt ist es. Ich finde es heiß. Der Party macht. Ich weiß nicht, ob die noch geladen ist. Hey, du siehst echt gut durchblutet aus, auf jeden Fall. Das ist das Rucoöl.